Hallo und willkommen zu GPL Spieltag 6 gegen das Team Slicing Knights von CapcoLord. Gestern ist ein Teambuilding-Video online gekommen. Wenn ihr euch also für mein Team interessiert, dann könnt ihr da reingucken, denn hier will ich nicht darauf eingehen. Alles, was ich hier machen werde, ist auf das Matchup zwischen unseren beiden Teams ein bisschen eingehen und danach halt den Kampf kommentieren. Was mir als erstes aufgefallen ist, als ich Mareks Team gesehen habe, ist, ich habe die Möglichkeit, direkt Rocks zu legen mit meinem Pinsir. Und ich habe die... er hat keinen Hazard Removal dabei, weil sein Hazard Removal wäre ja, wenn dann Empoleon, und die hat er nicht mit, was mir gefällt. Was mich allerdings an seinem Team ein bisschen verwundert hat, ist kein Nidoking. Okay, dafür ist da ein Traunmagil. Da bin ich ein bisschen verwundert. Sylveon ist hier, was ein kleines Problem ist. Miltank ist auch da, was auch ein kleines Problem ist, aber ich kann da durchbrechen. Ich habe ja mein Victini, das kann da theoretisch durch beides durchgehen. Außerdem habe ich mein Azumarill, das da auch was machen kann. Kaguron ist auch ein Problem. Muss ich auch irgendwie durchbrechen können. Also die Offensive von Marek ist zwar problematisch, aber ich habe halt Monster bei, die das recht easy handeln können. Zum Beispiel Thunderous wird von Blitzer ganz recht easy kaputt gemacht, weil Thunderous halt seine Elektroattacken nicht gratis drücken kann. Genauso wie beide Mons von meinem Garchomp besiegt werden würden. Allerdings der defensive Core ist dann schon ein kleines bisschen größer das Problem. Weil da kann er halt ein bisschen rumswitchen. Ich kann durchbrechen. Ich muss durchbrechen. Und deswegen werde ich da auch durchbrechen. Kann keiner was gegen tun. Sein bestes Mon ist wahrscheinlich... also erstmal für mich zum Switch-Ins finden her. Wahrscheinlich ist sein bestes Mon Kyurem Black. Weil ich kann halt nichts reinwechseln. Gar nichts. Je nachdem, was für ein Move er drückt, stirbt was. Das Einzige, was ich... was ich gerade als Positives da anzumerken habe, ist, dass er nicht auf Outrage drücken kann, solange mein Asu noch lebt. Weil wenn er mit Outrage einen Mon killt, dann kann ich Asu reinbringen und ihn umkloppen. Das gefällt mir. Ansonsten ist halt dieser Core, dieser dreifache defensive Core ein Problem. Aber das sollte passen. Mein bestes Mon ist wahrscheinlich immer mein Victini, weil das durch den defensiven Core durchbrechen kann. Ich muss halt aufpassen, dass ich da gegen das Sylveon nichts verkacke, weil je nachdem, was für ein Set das ist, könnte das halt eine, lebt das halt einen Shattered Psyche plus Blue Flare. Muss ich halt gucken, dass ich das erstmal low genug bekomme und rausfinde, was für ein Set das ist. Aber ansonsten sollte Victini hier ganz gut was machen können und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal in den Kampf rein. Ich habe auf jeden Fall Pinsir geleadet, weil ich brauche es für nichts. Seine einzige Aufgabe ist, wie ich es im Teambuilding-Video erwähnt habe, seine einzige Aufgabe ist halt Rocks zu legen und danach zu sterben. Also Pinsir kommt raus, direkt als Lead soll er die Rocks rausbringen, während er mit Miltank leadet. Und man dachte, okay, der will wahrscheinlich auch einfach Rocks legen, soll er machen, kein Problem. Legen wir erstmal beide ein bisschen Rocks. Also seine Rocks kommen raus, dachte ich, okay, kann er machen. Er hat ein größeres Problem mit Rocks als ich, auch wenn mein Victini das jetzt nicht so gerne sieht. Ist es auf jeden Fall handelbar, Victini wird wahrscheinlich sowieso nicht so oft reinkommen, weil meistens, wenn er reinkommt, irgendwas stirbt. Rock kommt auf jeden Fall draußen, jetzt habe ich mir gedacht, okay, der hat drei Mons, die rein switchen können. Ja genau, also drückst du einfach mal Knock-Off. Also er hat halt Felinara, was halt alles resistet, hat Kaguron, was alles resistet. Okay, nicht resistet, aber alles abfängt und er hat das Thunderous, das alles meine Moves resistet, außer Knock-Off. Und ich dachte mir, okay, mit Knock-Off kannst du eigentlich nichts falsch machen. Wenn Miltank das Item verliert, auch gut. Und eins der anderen drei Mons auch. Und er bringt tatsächlich Thunderous rein. Okay, er hat halt Kaguron, er hat Felinara, die hätte ich da wohl eher reingewechselt. Und dann haut er den T-Ball drauf und er macht 50% und nicht mal 50% und jetzt ist das Voltolos weg. Ich dachte mir, okay, Pinsir, also eigentlich war deine Aufgabe Rocks legen und sterben. Jetzt hast du ein Thunderous mitgenommen. Bin ich Fan von. Dann holt er hier jetzt sein Kyurem rein und dachte mir, okay, jetzt ist mein Pinsir eh weg. Will ich es einfach opfern? Ich meine, es sollte eh nur Rocks legen. Ja, dann kann ich das Ding gleich mit Asu pressuren. Er durch die Kreuzdonner. Heißt erstmal, okay, der ist höchstwahrscheinlich gechoiced. Der will mein Asu catchen. Aber mein Pinsir überlebt halt einen Kreuzdonner. Und ich habe auf Nahkampf gedrückt, weil wenn ich überlebe, dann ist das halt das Schlauste, was ich machen kann, ne? Und auf plus 1 killt der halt einfach. Also hat Pinsir gerade mit der Aufgabe, Rocks zu legen und zu sterben, Rocks gelegt und die beiden offensiven Threats aus seinem Team rausgenommen. Klar ist er noch ein Traunmagil, aber das ist kein großes Problem. Pinsir, was zur Hölle? Warum? Wie hast du das? Was? Er bringt auf jeden Fall seinen Traummagier rein. Und kann jetzt hier meinen Pinsir endlich killen. Pinsir, was machst du denn? Warum machst du sowas? Das war nicht deine Aufgabe. Aber kein Problem. Nehme ich gerne. Pinsir ist jetzt weg.
hat mehr gemacht, als er sollte. Ein Hoch auf Pinsir. Pinsir ist der inoffizielle MVP in diesem Kampf. Ich kann hier Knum reinbringen, weil Knum ist, das gewinnt halt einfach gegen Scheele. Ich wollte hier erst auf Eispunch drücken, habe mich aber doch gegen Shadow Sneak für Shadow Sneak entschieden, weil ich nicht gewispt werden wollte, weil ich mir dachte, der muss eigentlich Wisp auf Traummagie spielen. Oder der muss doch eigentlich Angst vor Scum-Tank haben. Und dann muss er halt irgendwo Wisp haben. Er wechselt aber raus. Das sagt mir entweder, er hat keinen Wisp oder er hat Angst vor dem Shadow Sneak, was tatsächlich verständlich ist. Bringt Valinara rein, zeigt mir hier die Leftovers und zeigt mir auch, okay, das hat auf jeden Fall Bulk Investment. Ich habe das gekalkt, das sollte auf jeden Fall Bulky sein. Ich bringe jetzt Victini rein. Dem kann er halt nicht so viel mit Hyper Voice und ich kann dann meine Shattered Psyche raushauen und danach mit einem Blue Flare killen. Er haut die Schallwelle raus und jetzt war ein Moment, wo ich kurz weggeguckt habe. Ich habe nur gesehen, dass er Schallwelle einsetzt und habe danach den Damage gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass da jetzt steht ein Volltreffer und dachte jetzt, okay, ist das offensiv mit HP Investment? Das ist doch offensiv mit HP Investment. Ich habe es halt gekalkt, dass es auf jeden Fall modest ist. Ist es jetzt halt aber nicht, weil es ist halt, es war halt ein Crit. Also es könnte trotzdem modest sein, vielleicht. Könnte es? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, ein Crit hätte dann um die 40% gemacht, das glaube ich nicht. Ich hoffe, ich habe eine Shattered Psyche hier raus. Die sollte guten Schaden machen, ich kann danach mit Blue Flare killen. Also kommt Shattered Psyche hier raus und ballert ihn hier in eine andere Dimension, wie wir sehen. Und macht guten Schaden tatsächlich, guten Schaden, aber er hat halt Leftovers. Das heißt, es könnte knapp werden mit der Blue Flare. Und wenn er Wunschtraum hat, dann habe ich ein kleines Problem mit diesem Felinara. Dann muss ich das irgendwie anders rausnehmen. Ich habe noch Poison Jab auf meinem Chomp, also ich kann es auf jeden Fall rausnehmen. Ich muss es jetzt halt nur auf, nach meinem Kalk, ungefähr 60% halten, damit der Poison Jab killt. Ich hau Blue Flare raus und es killt ganz knapp nicht. Das war ein bisschen traurig, hätte ich doch lieber V-Create spielen sollen. Trauriges Leben. Felinara lebt noch. Blöd gelaufen. Blöd gelaufen. Auf jeden Fall kann ich hier Victini jetzt safe rauswechseln, weil der drückt jetzt auf Protect. Er muss auf Protect drücken, er ist so weit hinten. Er kann es nicht leisten, Sylveon zu verlieren. Also bringe ich mein Azumarill rein. Das kann nämlich mit Waterfall auch guten Druck aufbauen. Guten Damage auf Felinara raushauen. Und das Felinara halt auch nach, hiernach vielleicht noch killen, je nachdem, was er für ein Investment hat. Und das würde ich ganz gerne tun. Außerdem, selbst wenn er auf Kagoron geht, ein voll physisch defensives ist, ich glaube, voll physisch defensives ist nach Roxas 3-Hit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich auf Waterfall gedrückt. Hab dabei am wenigsten zu verlieren gehabt und ich wollte halt, dass das Felinara drauf geht. Waterfall kommt raus und der Damage sagt mir, ja, das ist ein 3-Hit. Und er kann mich mit nichts, nach dem Investment, das ich rausgekalkt habe, nach dem defensiven Investment, kann er mich mit nichts one-shotten. Also dachte ich mir, okay, drückst du mal Waterfall, du willst das Kalgoron loswerden, das ist auch so ein Problem. Er haut einen Rambos raus, tanke ich halt easy und die nächste Kaskade nimmt das Kalgoron jetzt raus. Also, ein Threat weg, also noch einer der defensiven Threats. Das heißt, er hat nur noch zwei Bestandteile seines Cores, an dem ich schlecht vorbeikomme, welche halt Miltank und Felinara sind. Dazu hat er noch dieses Traunmagie, was ein bisschen nervig ist, weil es halt immer ein bisschen offensiven Druck aufbauen kann. Ich muss hier jetzt rausgehen, weil ich brauche meinen Azu auf jeden Fall für das Felinara. Auch wenn ich es nur als Speeder, wenn er kein Speed-Investment hat, aber davon gehe ich irgendwo aus. Er hat einen Zauberschein raus. Ich glaube, das hätte mein Azu nicht mal gekillt. Auf jeden Fall isst Knum das einfach auf. Wobei, der könnte Specs sein. Könnte er Specs sein? Ich glaube, ich habe ihn ganz... Ich weiß es nicht, ob was genau für ein Setter ist. Ich wusste schon, dass er nicht Scarf ist, weil das wahrscheinlich auf Kyurem ist. Würde für mich Sinn machen. Weil einmal er halt Kreuzdonner gedrückt hat und das kein Bandit Damage war. Er bringt hier meinen rein. Ich habe Ice Punch gedrückt, weil ich das Felinara catchen wollte. Er tankt das hier jetzt easy, weil er ist halt Pickfett, aber er hat die rote Karte und das ist tatsächlich nur ein Vorteil für mich, weil er bringt mir Dio rein. Und ich habe ein bisschen rumgekalkt. Ich gehe davon aus, der ist defensiv mit dem Miltank. Und deswegen kann ich hier eigentlich auf T-Bolt drücken, weil er sollte mich nicht one-shotten können. Und mit zwei T-Bolts kriege ich das Ding weg und der kann dann Felinara auch nicht reinwechseln in Rocks und den T-Bolt. Vor allem, weil ich bin ja Modest, wenn ich mich nicht irre. Da bin ich übrigens froh, dass ich das doch noch Modest gemacht habe, weil den Damage kann ich tatsächlich gut gebrauchen. Ein Hoch darauf, wenn ich Fehler im T-Building finde. So, das Ding ist auf jeden Fall weg und jetzt hat er nur noch zwei Mons und das eine ist halt das Felinara. Da kann ich jetzt raus Volt switchen. T-Bolt drücken ist, bringt mir hier nicht so viel, weil der wird jetzt halt eh... Wobei, hätte mir vielleicht doch was gebracht, Fragezeichen. Ich glaube, T-Bolt wäre hier doch sinnvoller gewesen, wenn er jetzt Wish drückt und dann Protect, dann hätte ich auf die Protect rauswechseln können. Ich hätte wahrscheinlich doch lieber auf T-Bolt drücken sollen. Auf jeden Fall habe ich rausgevote-switcht. Er hat einen Wish raus. Er hat auch weniger, wäre auch lower gewesen danach. Ja, T-Bolt wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Auf jeden Fall ist jetzt Victini drin. Und Victini kann jetzt erstmal einen Zug lang nichts machen, weil der protected.
Ich drück trotzdem mal auf Blue Flare. Ich hab zwar nicht genug, ich hab zwar nicht viel von den Blue Flares, aber wenn ich mich nicht irre, hat Blue Flare eh eine 20% Burn-Chance. Und ich muss jetzt nur ein bisschen damit rumspammen, damit ich ihn ungefähr in Range von meinem Chomp bringe. Und wenn ich, wenn Chomp nicht killt, dann ist er so low, dass ich mit Aqua Jet von Azu killen kann. Dann kann ich Azu reinbringen, Aqua Jet drücken und er hat keinen Switchen und irgendwas droppt halt. Also einfach ein bisschen Blue Flare spammen, damit ich danach mit Chomp reinkommen kann. Blue Flare Nummer 1. Also ich spamme jetzt einfach und ich krieg tatsächlich einen 20% Burn. Das war halt nicht mein Plan, ich hätte das auch anders gemacht. Er geht hier mit Staffette raus. Ich bin auch dachte, was? Warum? Aber mach halt, wenn du meinst. Ich hätte halt einfach Wish gedrückt dann, und dann mit Hyper Voice gekillt, aber wenn er meint, dann. Wenn das sein Plan ist, keine Ahnung, was er da an der Stelle vorhatte. Auf jeden Fall kann er mich jetzt hier mit Zauberschein rausnehmen, aber ich habe halt noch Knoom. Und das kommt halt hier jetzt relativ safe rein. Das Problem ist halt, mein Victini ist weg. Und ich kann hier nicht einfach in meinen Chomp gehen und Poison Jab drücken. Also gehe ich hier jetzt in Knoom, muss hier jetzt auf Ice Punch drücken. Ich darf halt nicht zulassen, dass Flinara wieder voll geht. Deswegen muss ich hier Ice Punchen, auch wenn er Wisp haben könnte. Ice Punch kommt raus, er geht auf Chelsea. Und mit dem Burn wird mir die Quad Roll genommen. Denn wenn wir uns den Ice Punch Damage hier angucken, Stab Ice Punch macht tatsächlich die Hälfte. Mit Leftovers, hier wäre es ein Roll geworden. Aber ich habe den Burn bekommen, also hat der an der Stelle mir doch geholfen. Denn dieser Burn nimmt mir die Roll ab und ich kann jetzt hier safe mit einem weiteren Ice Punch killen. Ich muss halt nur gucken. Ich muss gar nichts gucken. Er kann mich nicht, er kann sich nicht heilen. Und er kann mich auch nicht killen, weil ich halt AV bin. Ich tank halt alles, also kann der Ice Punch hier jetzt das Filinara rausnehmen. Und damit steht nur noch das des Mages. Und ich nehme ihn, glaube ich, nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass ein Shadow Sneak, ein Stab Shadow Sneak ein Traunmagil ausknocken kann. Also Schattenstoß raus, Wandlungskunst zum Geisttypen und den Kill abholen. Und was zur Hölle ist mit den Kills in diesem Kampf passiert? Warum hat Pinsy 2 Kills? Warum hat Kecleon 2 Kills? Warum hat Victini? Hat Victini den Kill? Ich glaube, Victini hat gar keinen Kill. Was ist passiert? Wie ist das passiert? Ich war ein bisschen verwirrt am Ende des Kampfes und ich bin es auch immer noch. Vor allem, weil er hätte halt gegen Pinsy einfach statt Thundurus irgendwie in Kagurun oder in Filinara gehen können. Filinara hatte wahrscheinlich Angst vor Poison Jab. Ich weiß gerade gar nicht, ob Pinsy das kann, aber ich glaube schon. Und er wollte halt seine Leftovers nicht verlieren, was halt. Wenn er Leftovers verloren hätte, wäre das halt auch gut für mich. Hätte ich den Burn nicht gebraucht. Wobei ich den Burn ja nicht gebraucht habe. Ich habe den Burn. Der Burn hat mir geholfen, um mir die Roll abzunehmen. Ich hätte das danach wahrscheinlich noch mit Azu und Chomp machen können. Und wenn die beiden nicht killen zusammen, dann ist mein. Hätte mein Blitzer noch gelebt. Also es hat mir halt am Ende einen Roll abgenommen. Aber keine besonders wichtige Roll. Genau. Ich gewinne damit 4-0 gegen Capco. Auf merkwürdige Art und Weise unter magischen Zuständen. Was er hätte auf jeden Fall besser machen können, ist das Kagoron spielen. Er hätte das früher halt im Pinsel reinwechseln müssen. Und ich weiß nicht, vielleicht Leech Seed. Ich weiß nicht, ob er Leech Seed hatte, deswegen kann ich das hier nicht sagen, aber über Rambos, weil dann hätte er noch einen Hit getankt, einen Waterfall. Und hätte danach noch den Rambos raushauen können, hätte er mehr Damage auf Azu bekommen. Oder wenn er Protect hätte, hätte er sich damit auch noch hochheilen können. Ich kenne das Set nicht. Außerdem braucht er halt irgendwo Kagoron, weil für Chomp, weil er hat halt Metank, aber das hat er auch einfach abgeworfen gegen Blitzer. Da hat er aber auch keine andere Wahl gehabt, da konnte nichts reinwechseln, also. Das passt schon so. Aber ansonsten wüsste ich jetzt. Hier, die Situation am Ende mit Sylveon. Stimmt. Die Staffette. Die habe ich halt nicht ganz verstanden. Ich hätte halt einfach. Was ich an der Stelle gemacht hätte, ist auf Wunschtraum drücken. Und dann, während der Wunschtraum draußen ist, weil ich ja nicht gekillt werden kann, einfach auf Hyper Voice drücken oder mich versuchen, so voll wie möglich zu heilen. Weil er müsste ja irgendwo damit rechnen, dass man Chomp Poison Jab hat, dass er das vielleicht kalt und guckt, wie viel das macht. Und dass er sich dann so weit hochhält, dass er das danach noch tanken kann. Dann kann er wenigstens meinen Chomp noch rausnehmen. Beim das halt nach meinem Plan auch nicht viel gebracht hätte. Also, das am Ende war halt eine blöde Situation, die er da gekommen ist. Einfach weil sein ganzer Chor irgendwie auseinandergefallen ist, weil seine offensive Präsenz weg war. Weil er irgendwie mit meinem Pinsir-Spread nicht klar kam. Also ich habe ein bisschen mit ihm geschrieben. Und er war halt ultra verwirrt. Das könnt ihr auch bei ihm mal reingucken. Empfehle ich sowieso, dann kann er euch vielleicht die Plays, die ich nicht verstanden habe, erklären. Also guckt auf jeden Fall bei ihm rein. Er hatte mir halt erzählt, er war ziemlich verwirrt, als das Pinsy auf einmal nur 50% von dem Thundurus genommen hat. Und dachte dann, okay,
Der ist wahrscheinlich irgendwo. Der hat wahrscheinlich einfach ein bisschen Bulk-Investment, aber mein Knackrack macht trotzdem noch 50. Knackrack. Das Kyure macht trotzdem noch 50-60%. Ja, letztendlich mit meinem Investment hat das. Hat der Kreuzdonner immer nur bis zu 40%, wenn ich mich nicht irre, gemacht. Nee, nicht bis zu 40, irgendwie bis zu 43, 48 sogar. Auf jeden Fall saß ich da an einer guten HP, wo er halt mich halt nicht hätte killen können. Und das kam halt irgendwie überraschend für ihn. Also hat mein Pinsy-Investment tatsächlich was gebracht. Ein Hoch auf Pinte. Das Mon mit den 2 Kills. Verwirrt mich tatsächlich. Unser nächster Gegner ist Captain Cringe. Ist vom Teambuilding her ein kleines Problem wegen Katagami und dem Mega Gyarados. Sollte aber handelbar sein. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao. Been around the bouts, the words will make you out and out. I spent the day your way. Call the morning driving through the sound and in another valley. Music, dance and sing. They make the children really ring. I spent the day your way. Call it morning, drive through the sound and in and out the valley.